Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind im Jahr 1877 und die Bemühungen, politische Reformen hier in Russland umzusetzen, die halten an. Nachdem die Einführung des Zensuswahlrechts gescheitert ist und sogar die Frauenrechte beschnitten werden mussten, versucht jetzt das liberale Lager zumindest im ökonomischen Bereich eine deutliche Reform durchzusetzen, indem Laissez-faire eingeführt wird. Allerdings, die Erfolgschancen sind nicht die besten. Es gab auch schon einen Rückschlag. Insofern steht das alles noch auf sehr, sehr, sehr wackeligen Beinen. Die Hoffnung ist, dass wir ab August 1877 einen Agitator finden, der sich für diese Sache mit einsetzt. Ob das gelingt, steht in den Sternen. Das Problem ist, dass der Landadel schon wieder kurz vor der Radikalisierung steht. Was zu einem Problem werden könnte, weil sie sich hier dieser Bewegung anschließen würden. Traditionalismus bewahren, glaube ich. Und damit steht schon wieder ein Bürgerkrieg, eine Revolution im Raum. Wir werden sehen. Vorher ein paar Kleinigkeiten. Wir haben hier noch irgendwo eine 9. Armee her. Die werde ich mal der 2. Armee irgendwie angliedern. Gehen wir zur 2. Armee. 9. Armee, bitte alle darüber. Einmal verlegen. So. Das wäre das. Der Rest ist soweit in Ordnung. Wir können aber noch ein paar Anpassungen, denke ich, im Markt unternehmen. Also, Lebensmittel. Wir haben zu wenig Lebensmittel und wir können ja was machen. 274 bräuchten wir mehr. Ich will halt nur nicht so radikal umstellen. Wir haben relativ viel Fleisch über. 203. Und Eisen sah auch noch ganz gut aus. So, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen mit Augenmaß bei den Lebensmittelfabriken was machen. Ja, starten wir vielleicht mal oben. Und zwar Fleischkonserven. Ja, das will ich aber beim größeren Betrieb machen. Aber wir haben, ja, hier vielleicht 10. Wie würde sich das verändern? Hier, nee, Fleischkonserven war mein Plan. 155 Lebensmittel, Fleisch 183, das ist doch sehr, sehr gut. Eisen 91, das ist alles sehr gut im Rahmen. Und dann, habe ich das jetzt gemacht? Ja, und dann machen wir das auch noch hier und da. Und dann müsste sich das eigentlich alles jetzt hier ganz gut darstellen. Ja, Lebensmittel sind wir runter auf 0%. Hervorragend. Wie sieht es aus beim Fleisch? Nur noch 54 Überschuss. Und beim Eisen? Ja, sehr gut. Okay, das war eine gute Maßnahme. Wir machen hier noch weiter. Hier alles im soliden Bereich. Wir können mal gucken, gibt es irgendwo vernünftige Exportmöglichkeiten für Tuche? Nein, Tuch gibt es im Überfluss. Gut, hier, beim Glas können wir auch was machen. Aber 67 zu wenig ist nicht viel. Wir schauen mal, wahrscheinlich wäre das dann alles schon wieder übertrieben, was wir da machen. Aber ich muss erstmal die Lebensmittel hier einklappen. Glas. Also wenn wir komplett umstellen, wird 259, das ist übertrieben. Weil wir ansonsten nämlich halt sehr, sehr viel mehr Blei verbrauchen. 233, und das ist mir zu viel des Guten. Wir gucken mal, wie viel Blei haben wir im Überschuss. Ja, 70 nur. 70, 70. Insofern müssen wir das auch hier vereinzelt durchführen. Hier zum Beispiel, das ist doch gut. Eine 3er und eine 1er hier umwandeln. Und dann sollte sich das Glasthema schon erledigt haben. Jawohl, perfekt. So, bei den Motoren, glaube ich, ist es soweit okay. Da brauchen wir jetzt nicht reagieren. Das ist alles im grünen Bereich. Vielleicht können wir ein bisschen Dünger exportieren. 200. Ja, mit denen haben wir... Ah, nee, okay. Ja, ich würde sagen, machen wir mal. Im Zweifel können wir das wieder sein lassen. Aber das könnte unsere Produktion noch ein bisschen profitabler lassen. So, Opium ist uns egal. Das sind die ganzen Süchtigen. Sollen sie sich das Zeug kaufen? Das besteuern wir ja auch sehr, sehr lukrativ, wenn ich mich recht entsinne.
Und hier bei der Munition haben wir immer noch ein bisschen viel. Und Waffen haben wir auch ein bisschen viel. Da könnten wir eigentlich noch versuchen, Waffen zu exportieren. Aber will niemand haben. Schade. Na gut, wir könnten runtergehen von den... Aber wisst ihr was? Eigentlich sind günstige Waffen gut für uns, weil das entlastet unsere Bilanz. Will ich mich mal nicht beschweren. Sieht doch alles ganz in Ordnung aus. Hier wird voll investiert. Das ist gut. Wie voll sind eigentlich die Investitionsfonds? 8,9 Millionen. Brauchen wir uns gar nicht einmischen. Alles in Ordnung. Aber wir haben hier irgendwo einen niedrigen Marktzugriff in Luhansk. Das heißt, hier werden wir mal die Eisenbahn bauen. So, und jetzt heißt es weiter einfach Geduld haben. Sprengstoffwerke. Ich finde tatsächlich, dass die KI relativ gut baut. Also, die kriegt es ganz gut hin, wenn man jetzt nichts tut, wie ich finde, den Markt einigermaßen ausgeglichen zu halten. Ein paar Sachen gibt es immer Probleme, da kann man hier und da eingreifen, aber im Großen und Ganzen ist das ganz gut. So, das ist interessant. Wir haben Triage freigeschaltet und damit können wir erste Hilfe leisten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Tuch und Spirituosenzufuhr. Tuch ist ja überhaupt kein Problem. Wie sieht es aus mit den Spirituosen? Auch überhaupt kein Problem. Ja, das ist doch perfekt. Da können wir eigentlich überall die Mobilisierungsoption einschalten. Erste Hilfe wird überall aktiviert. Das ist schon eine völlig gute Sache. Wird ja nur im Falle der Mobilisierung bezahlt. Da habe ich mich einmal geirrt. Seitdem sind einige Zuschauer verwirrt. Ich will es nochmal offiziell sagen. Also, wenn die Einheiten nicht mobilisiert sind, zahlt man auch nicht für diese Bereitstellung. Erst wenn man mobilisiert ist. Deswegen war es Quatsch, das zu deaktivieren. Von mir ist nicht nötig. Ich muss nur dran denken, falls die erste Armee wirklich in den Einsatz kommt. Wobei, eigentlich können wir es dann auch jetzt schon aktivieren, was wir hier haben. Ne? Weil, wie ich gerade sagte, im Moment ist es sehr relevant. Ja. Also, falls sie in Einsatz kommen, sollen sie dann auch gut ausgestattet sein. So, der nächste Versuch. Laissez-faire zu beschließen. Und der Landadel ist schon auf minus 9. Oh mein Gott. Es sinkt immer weiter ab, solange halt dieser Prozess andauert. Das ist schon echt, echt hart. Ich bin fast am Überlegen, ob wir irgendwie erstmal unsere Sicherheitsbehörden ausbauen, um irgendwie dagegen vorgehen zu können. Ja, das ist nahezu unvermeidlich. Ne? Die werden auf minus 10 gehen. Die gehen jetzt auf minus 29 runter. Aber, naja, immerhin. Wir sind bei 25%. Immerhin. Wir sind aber immer noch in der Vorstellung. Und es dauert und dauert, ey. Aber was sollen wir machen? Das ist ein zentrales Gesetzesvorhaben. Das muss durchgedrückt werden. Wir können mal gucken, ob sich aus irgendwelchem Grund jetzt hier die Regierungsumbildung verändert hat. Industrielle Reihen. Nee. Erlassungszeit 50%. Es dauert halt noch viel länger. Es geht einfach nicht. Und dann noch die höheren Radikalisierungen, die damit verbunden sind, wenn die Regierung nicht legitim ist. Wahnsinn. Aber immerhin, das BIP steigt und steigt und steigt. So, die Landbewohner sind bei minus 10. Das heißt, hier die Radikalität ist schon hoch. Und wenn die jetzt noch dazu kommen, dann... Boah. Naja, mit ein bisschen Glück kommen sie nicht über die 100. Persische Auswanderungswelle haben wir. Tja, Leute. Scheiße! Ernsthaft? Sie kommen über 100. Großbritannien schulden Finnlands. Oh, da hätte ich mal sehen können. Rücktritt aus der Regierung. Ach so.
Ach Gott, die sind noch nicht mal in der Regierung jetzt. Oh mein Gott, damit haben wir eine inakzeptable Regierung. Ich kann die auch nicht reinholen? Doch, ich könnte sie wieder reinholen. Nee. Aufständische können nicht Teil der Regierung sein. Ach du Scheiße. Okay, das geht ja gar nicht. Wartet mal. Jetzt haben wir eine inakzeptable Regierung. Boah. Das geht nicht, Leute. Wir sind am Ende, wir sind wieder gescheitert. Man muss es anerkennen. Wir sind wieder gescheitert. Auch mit diesem Gesetzesvorhaben. Was für ein Debakel. Was für ein Debakel. Wir werden auch hier nochmal die Eisenbahn nachbauen. Ja, also, wir müssen das Ganze abblasen, weil wir können uns jetzt keine so krass inakzeptable Regierung leisten. Es geht nicht. Okay, also was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass wir knallhart hier entweder Nationalgarde oder Geheimpolizei aufbauen müssen. Warum? Minus 5% Unterdrückungsauswirkungen auf die Interessensgruppen. Okay, das ist nicht relevant. Hier, das ist relevant. Minus 10% Protestbewegungsradikalität und Revolutionsfortschrittstempo. Bei der Nationalgarde ist das auch so. Okay, hier ist der Vorteil, dass man zusätzlich Bataillone mobilisieren kann, die einem im Krieg im Notfall helfen. Hier kann man Sezessionsfortschrittstempo reduzieren. Und man kann besser Interessensgruppen unterdrücken. Aber unterdrücken tun wir ja gar nicht, ne? Wir stärken ja nur. Unterdrücken wäre das hier, was wir aber nicht machen. Insofern tatsächlich brauchen wir das eher wenig, glaube ich. Daher wäre die Nationalgarde wahrscheinlich für uns das Beste. Halt. Ich sehe gerade, es gibt doch einen Unterschied. Minus 5% Protestbewegungsradikalität, hier haben wir minus 10%. Und wenn wir jetzt eine Stufe 2, also schaut mal, wären wir schon unter 100. Das ist schon der entscheidende Unterschied. Und wenn wir die Geheimpolizei auf Stufe 2 ausbauen, und das muss unser Ziel sein, hätten wir schon minus 20%. Das heißt, wir würden auf diese Art und Weise Revolution verhindern. Wir könnten einfacher die Dinge durchsetzen. Okay, dann ist das jetzt der Weg. Hilft nichts. Schluss damit. Hat nicht funktioniert. Wir müssen das Ganze abblasen. Okay. Eieieiei. So. Das bedeutet, wir müssen aber jetzt systematische Regierungsverwaltung ausbauen, um mehr Bürokratie zu haben. Was ist technologisch der nächste Schritt, um mehr Bürokratie zu bekommen? Ich glaube, das ist noch weit entfernt, oder? Zentralplanung, ja. Das ist noch ewig weit entfernt. Ausweisdokumente sind allerdings auch nett. Besteuerungskapazität. Warte mal, wie viel hätten wir hier? Wenn wir damit starten, 2. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder übrigens die Regierung umbilden, ne? Weil sonst geht das gar nicht. Dazu muss ich mir aber kurz mal angucken, wer will denn das Amt für Inneres? Die Geheimpolizei. Die Streitkräfte. Ach so. Okay, die anderen finden das egal. Die Streitkräfte und die Kleinbürger. Das wird ja auch wieder so ein schwieriges Ding. Okay, also die nehmen wir raus. Der Landadel kommt rein und die Streitkräfte kommen diesmal rein. Gibt uns immerhin 62% Legitimität. Besser als nix. So, warum können wir das nicht bestätigen? Aufständische Interessensgruppen. Die sind doch gar nicht mal aufständisch. Ey, der Protest ist doch vorbei. Pharmazeutiker. Wartet mal. Was ist mit euch los?
Jetzt geht's, glaube ich. So, jetzt können wir es umbilden. Oh Mann, gibt uns direkt schon mal diese Umbildung mal 325.000 Radikale. Okay. Und dann gucke ich mal spaßenshalber, gibt es einen Agitator? Allgemeines Wahlrecht, Gehöftbauern, Staatsatheismus, allgemeines Wahlrecht, eingesetzte Verwaltung, Zensuswahlrecht, Gehöftbauern. Staatsatheismus, geschlossene Grenzen, Ethnostaat, nee, es hilft uns alles nichts. Ja, versuchen wir es trotzdem. Wir brauchen die Geheimpolizei, 13% Chance. Dies wird die Intellektuellen radikalisieren. Aber es sind halt nur die Intellektuellen, damit kommen wir klar. Immerhin 0% Blockade. Das ist insofern deutlich wahrscheinlicher, dass es was wird. Oh Gott, oh Gott. So, die Streitkräfte sind begeistert, die Intellektuellen super frustriert. Es gibt natürlich jetzt eine Protestbewegung, die aber nur eine mittlere Radikalität hat. Das ist okay. Und es droht niemand, da jetzt irgendwie einzusteigen. Ja, das ist alles soweit gut. Also jetzt droht erstmal zumindest keine Revolte oder sowas. Es dauert alles nur seine Zeit. Und das ist natürlich wertvolle Zeit in der Weltgeschichte, die wir eigentlich benötigen, um irgendwann die Weltrevolution voranzutreiben. Aha, Wladyslaw Iwelich ist ausgeschieden. Der gehörte zu den Intellektuellen. Das ist natürlich jetzt interessant. Landreform orientiert. Valery Ostrowski. Okay, er will Gehöftbau und Kollektivlandwirtschaft. Ja, gut. Das ist jetzt erstmal nicht besonders relevant, das Ganze. Indonesien interessiert uns nicht. Und wir beginnen jetzt, glaube ich, wie erwähnt, mit dem Ausbau von Regierungsverwaltung. Und ich frage mich weiterhin, ob es sinnvoll ist. Ne, ich denke, wir machen das da, wo wir auch nebenbei gut Steuern abgreifen. Südmandschurei haben wir gesehen, ist ein Problem. Vielleicht sollten wir unseren Steuertest auch hier eigentlich machen. Was ist eigentlich aus dem Steuertest geworden? Na, es ist schwer zu testen, weil hier einfach keiner reinkommt. Na los. Wir müssen jetzt E-Verwaltung massiv ausbauen. Machen wir das hier? Gleichzeitig müssen wir mal auf den Papierpreis achten, der hier okay ist. Das heißt, pro Stufe verbrauchen wir 21 Papier. Ich werde jetzt hier 5 Stufen erhöhen. Sind 100 Papier. Hier haben wir eine Papierfabrik. Eine Stufe bringt 122. Wisst ihr was? Dann erhöhe ich direkt hier nochmal. Und das Ganze machen wir weiter in Kursk. Wir haben einen Papierpreis, der auch sehr okay ist. Wir erweitern das um... Aber wir erweitern das auch um 6. Und erweitern das hier um eine Stufe. So, haben wir jetzt erstmal ordentlich Baumaßnahmen gestartet, die uns auch Geld kosten. Aber ich denke, auch eine Menge Bürokratie bringen. Ich hoffe, ausreichend, um dann die erste Stufe dieses Amt für Inneres dann auch starten zu können. Inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Pavel Nachimov. Ja, der gehört zu den Streitkräften. Hält eine Brandrede für die Einführung des neuen Gesetzes. Plus 15%. Ja, fantastisch. Das nehmen wir gerne mit. Da sind wir bei 28%. Warum haben die anderen nicht so gute Redner gehabt? Meine Güte. So, Eisenbahn in Moskau wird eigentlich gebaut. Sollte kein Problem sein. Wir sind jetzt schon bei Bürokratie 984. Ja, okay, das
würde für die Einführung dann jetzt schon sprechen, aber wir wollen ja zwei Stufen haben, um richtig effizient zu sein. Am besten minus 20% Protestbewegungsradikalität, minus 20% Fortschritt, das ist schon richtig fett. Das brauchen wir jetzt. Wir sehen, wir können hier keine Reformen durchführen, ohne die Bevölkerung irgendwie repressiv zu unterdrücken. Das geht einfach nicht. Selbst wenn es fortschrittliche Reformen sind. Die Bevölkerung ist eben noch nicht so weit. Okay, wir haben die Debatte erreicht. Ja, wunderbar. Wunderbar, okay. Das sinkt auch nicht gefährlich ab. Hervorragend. Hier erklären wir Neutralität. Hier erklären wir auch Neutralität. Alles in bester Ordnung. Bürokratie steigt hübsch an auf 1200. Sehr, sehr gut. In Indonesien gibt es mal wieder eine Revolte. Wann laufen diese Geschichten hier ab? Diplomatie, Waffenstillstand, Dezember 81, in 3 Jahren. Das dann hier mit Sicherheit auch, ne? Ungefähr so. Ja, Dezember 81, okay. So, da mischen wir uns auch nicht ein. Und die Dinge können ihren Gang gehen. Kohle werden wir mit Dynamit deutlich verbessern. Kleidung wird und Lebensmittel werden langsam etwas teurer. Interessant. Da können wir aber immer gegen steuern. Wobei Fleisch ist jetzt auch nicht so übermäßig, ne? Ja gut, ist noch nichts, wo ich jetzt wirklich reagieren muss. So, was haben wir hier? Während die Regierung die Verabschiedung des Gesetzes Geheimpolizei vorbereitet, konnten unsere Agenten einen dänischen Spion gefangen nehmen und haben damit unser ohnehin schon geringes Vertrauen in diese Richtung noch weiter erschüttert. Was? Dänemark? Russische Beziehungen verschlechtern sich. Das ist uns ziemlich egal. Das Volk muss davon erfahren. Plus 10% und außerdem steigert sich die Erlassungszeit deutlich. Das ist gut. Sehr gut. So, Industrielle werden langsam wieder mächtiger. Intellektuelle bleiben konstant, aber durch den Ausbau der Regierungsverwaltung verbessern wir ja natürlich auch oder erhöhen die Gruppe der Intellektuellen. Das ist auch ein netter Nebeneffekt, würde ich sagen. Radikalität senkt sich hier auch, das ist gut. Es kommen jetzt zunehmend immer mal wieder neue Agitatoren rein. Okay, wird kein Amt für Inneres, das findet er gut. Oh mein Gott, den wollen wir nicht haben. Der auch, Jesus Soto. Ich kann nur hoffen, dass die hier nicht kommen. Was ist denn mit denen los? Plötzlich hier so viele Leute, die Amt für Inneres ablehnen. Kann ich halt gar nicht verstehen. Hier ist jemand. Oh, Louis Napoleon Bonaparte, ernsthaft? Der ist ein Agitator für Interventionismus. Auch hier kein Amt für Inneres. Wahnsinn. Das ist ja schrecklich. Gibt es nicht mal einen Agitator, der dafür ist? Ja, ist ein bisschen nachvollziehbar, dass das nicht der Fall ist, ne? Ja. Gott, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die durch Events auch einfach so mitkommen können. So, pragmatische Mitglieder der Intellektuellen, die der Verabschiedung derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Das wäre allerdings bei den Streitkräften nicht sehr beliebt. Okay, plus 15% Erfolgschance, minus 3 bei den Streitkräften, kann ich gut mitleben. Machen wir. Damit sind wir bei 53% in der Debatte. Ja, wir nähern uns der Sache. 1500 Bürokratie. Sehr gut. Wie hat sich die Sache hier in Moskau entwickelt? Ja, minus 39%. Gut. Die orthodoxe Kirche hat einen neuen Typen. Okay, Valery Chibisow, er ist ein Reformer. Ernsthaft? Die orthodoxe Kirche hat einen Reformer. Das hilft uns nur so halb.
Man könnte halt die Frauenrechte jetzt wieder verändern, aber das wird nicht so schnell möglich sein. Das wäre aber wahrscheinlich möglich, ja. Nur der Landadel ist dagegen und naja, ihr wisst, das ist ein Problem. So, das reicht langsam schon, würde ich auf jeden Fall sagen, was Regierungsverwaltung und Bürokratie betrifft. Gesetzesvorschlag für Aufruhr in kurdischen Gemeinden? Was? Das richtet sich doch gar nicht gegen kurdische Bewohner. Plus 10%. 5 Jahre Minderheitsproteste, minus 5%. Ah, ich glaube, da ist ein Modifikator abgelaufen gewesen, deswegen hat man plötzlich so viel. Symbolische Zugeständnisse, das finde ich gut. Genau das machen wir. Wobei wir hätten natürlich die Prozentzahl hochbringen können. Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr Bürokratie wieder verlieren. War aber vielleicht ein Fehler. Aber 53%. Mann, Mann, Mann. Das muss doch mal klappen. So, wir bauen jetzt nicht mehr so viel. Nur noch eine Papierfabrik. Wie sieht es eigentlich hier aus mit der Beschäftigung? Klappt das hier? Offenbar auch nicht. Ah, schaut mal. Maximilian Schree. Ja, der will das wahrscheinlich auch nicht, was wir wollen. Okay. Ja, das war wahrscheinlich nicht ganz klug von mir, das alles an einem Ort jeweils so hoch zu pushen. Also ein Kurs kommt damit nicht klar. Wir haben den Annahme, wir haben die Annahme erreicht. Sehr gut. Moskau kam damit sehr gut klar. Moskau ist aber auch ein anderer Fall, ne? Kurs kam damit nicht gut klar. Das heißt, man hätte das wahrscheinlich ein bisschen verteilen müssen. Aber wir lassen jetzt erstmal so. Das reicht ja auch erstmal für die erste Stufe allemal. Wobei, wir könnten dann auch gleich die zweite Stufe anschließen, wenn das gut läuft, ne? So, die Frage ist, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir mal gucken mal einfach nach dem Papierpreis. Wo ist der Papierortspreis günstig? Wo sehen wir das am besten? Papier, Papier, Papier. Ah, ist hier. So, Ortspreise. Saldo. So, das heißt zum Beispiel in Minsk. Ich würde gerne mal, dass es aufleuchtet, wenn ich hier rüber gehe. Leuchtet es auch. Sehr gut. In Minsk werden wir die Regierungsverwaltung einfach mal um 2 erhöhen. Im östlichen Afghanistan ist das, das ist so gar nicht inkorporiert, oder? Nee, das ist Quatsch. Das machen wir da nicht. Das machen wir nur da, wo es hier Luhansk zum Beispiel. Regierungsverwaltung. Haben wir hier noch gar keine? Unfassbar. Perm. Ja, das wird es dann auch nicht mehr so richtig überzeugend. Bauen wir mal eine. Das müsste vielleicht schon reichen, um dann die Bürokratie so hoch zu bekommen, dass wir gleich 2 Stufen starten können. Wäre schön. Lebensstandard stagniert komplett. Ah, 10% dazu gewonnen, 63%. Meine Güte. Ja, BIP flacht ein bisschen ab. Wir haben eine starke Phase zuletzt erlebt. Interessant auch mal hier die Vergleiche. Die zweitgrößte Landarmee nach dem Himmlischen Reich, interessanterweise. Die fünftgrößte Flotte. Hier wird uns leider nicht angezeigt. Doch. Auch nach dem Himmlischen Reich, Großbritannien, Spanien und Frankreich. Wir haben Dynamit freigeschaltet. Das ist gut. Sprengstoffwerke, kann man jetzt was machen? Munitionsfabriken.
und die ganzen Minen. Ich glaube, damit sollten wir uns kurz mal befassen. Oder? Dann machen wir es vielleicht auch das nächste Mal. Ich will kurz mal gucken. Drittgrößte Bevölkerung. Viertgrößtes BIP. Nach Himmlisches Reich, Britisch Raj, Großbritannien kommen wir. Lebensstandard auf 129. Naja. So ist der Stand der Dinge. Okay. Pass mal auf. Also, welche Minen? Das ist jetzt für uns mal interessant. Kohle und Blei. Da haben wir Defizite. So, vor allem Kohle wäre jetzt ganz gut. Wenn wir hier Kohle auf Dynamit gehen. Kostet dann Sprengstoff. Und Sprengstoff ist jetzt das größte Problem. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Sprengstoff. Da gab es doch auch eine Veränderung, oder? Vakuumverdampfung. Plus 188. Dünger, Papier, Schwefel. Wir machen das mal. Und schauen uns mal den Preis für Sprengstoffe allgemein an. Kohle ist jetzt schön runtergegangen. Sprengstoffe. Ja, super. Okay, Rebinka ist gestorben. War Landbewohner. Das ist jetzt interessant. Was macht der Neue? Landreform orientiert. Okay. So, gut. Das beruhigt mich erstmal. Dann gucken wir uns jetzt mal an, wie es aussieht mit Blei. Wenn wir Blei umstellen. Auf Dynamit. Plus 57 Sprengstoffe. Ja, immer noch gut. Immer noch gut. Prima. Oh, jetzt geht's ja ab hier. Mechanisierte Werkstätten. Tuchfabriken arbeiten besser und Möbelfabriken. Tuch, also Kleidung, ist durchaus ein Thema. So, aber es sieht ja alles sehr, sehr gut aus. Jetzt hier brauchen wir gar nicht groß reagieren. Ja, perfekt. Okay, alles andere werden wir uns später anschauen. Stahlbeton breitet sich aus. Und wir haben die Geheimpolizei. Großartig. Minus 10% Protestbewegungsradikalität. Das ist das, was wir wollten. Und jetzt gucken wir uns mal an. Wir können das gleich noch forcieren, oder? Wir brauchen aber 900 Bürokratie. 907. Die Frage ist, kriegen wir die durch unsere Regierungsverwaltung, die wir jetzt gerade ausgebaut haben? Was fehlt uns hier? Ja, wir müssen leider noch ein bisschen Regierungsverwaltung ausbauen. Hilft nichts. Machen wir das mal ein bisschen willkürlich. Hier ein in der Hauptstadt, da müsste auch, denke ich, gut was machbar sein. Wie ist denn hier allgemein? Papierpreis ist gut. Ich würde sagen, da gehen wir einfach nochmal 3-4 Stufen hoch. Vielleicht auch eine in der Papierfabrik. Und ja, gehen wir mal hier in den umliegenden Gebieten. Fangen wir mal da ganz bescheiden nochmal an. Hier gehen wir noch einen hoch. Hier auch. Das war, nee, das war korrekt. Okay. So, 838. Wenn das gebaut ist, dann sollte auf jeden Fall die Stufe 2 möglich sein. 908 ist das, was wir benötigen. Ich denke, das sollten wir jetzt hier nochmal in Gang setzen, damit wir hier zum Abschluss dieser Staffel ein schönes Erfolgserlebnis haben. Was ist jetzt gerade passiert? Lazarev entlassen worden. Landbewohner. Den nächsten Landreformorientierten haben wir. Und wir haben in Twer eine Flut. Örtliche Flussdolche sind gebrochen. Verwüstung, Hungersnot oder Geld reinstecken. 24.000. Eieieiei. Ah, da leben 3 Millionen Leute. Nee.
Machen wir 2 Jahre lang 25.000. Ist halt so. Müssen wir investieren. Geht um unsere Bevölkerung. So, wir sind schon bei 866. 869. Das wird jetzt hier Schlag auf Schlag kommen. Wir sind bei 900. Jawohl. Und das bringt uns die zweite Stufe hier. Zumindest in 40 Wochen. Okay, prima. Und das bedeutet, dass wir dann neu nachdenken können über das ein oder andere Gesetz. Ob wir nochmal einen Versuch wagen. Natürlich darf es zu keiner Radikalisierung kommen, das ist klar. Das heißt, wir müssen wieder uns irgendwas überlegen, wie wir das irgendwie vorher die entsprechenden Gruppen beruhigen. Mal sehen, ob uns noch was einfällt. Die Sache mit der Kinderarbeit, schwierig. Wie tickt er? Er ist ein Gemäßigter, da lässt sich leider nichts machen. Er ist ein Reformer, da könnte man zumindest Frauenrechte verbessern. Das wird dann der Kirche gefallen. Das schauen wir uns kurz nochmal an. Geht im Moment gar nicht. Das kommt aber nur, weil die Kirche nicht in der Regierung ist. Das Problem ist, dass hier Landadel wieder dagegen ist. Das heißt, das bringt nichts, weil am Ende wir den dann erstmal wieder... Ja, und um die geht's ja. Wenn wir die jetzt erstmal wieder verärgern, doppelt verärgern, geht nicht. Ah, schwierig. Noch ist nicht so richtig reinkommen, aber ich hoffe, es findet sich ein Weg. Immerhin, die orthodoxe Kirche ist schon stärker als der Landadel. Vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt. Wir werden es sehen in der nächsten Staffel. Interessant ist es allemal. Wir haben das Jahr 1880 erreicht. Was haben wir eigentlich für 4 Journaleinträge? Was ist hier noch dazu gekommen? Boomende Industrie. Ah, okay, das werde ich mir mal genau anschauen. Walfangindustrie, auch spannend. Vielleicht kann man da noch anderes Interessantes machen. Also, bis zur nächsten Staffel. Macht's gut, euer Steinwallen.